Betrieb einer BR-146.2 Elektrolokomotive in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Normalerweise bezieht dieses Fahrzeug über einen Stromabnehmer Strom aus der Oberleitung. Da der Stromabnehmer jedoch gerade gesenkt ist, müssen wir die ersten Systeme durch Anzapfen der Hilfsbatterie mit Strom versorgen. Der Stromabnehmermodus muss eingestellt werden, bevor er angehoben werden kann. Stellen Sie den Stromabnehmerwahlschalter auf automatisch. Stellen Sie die Außenlichter für den normalen Fahrbetrieb ein. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Wenn Strom fahren. Wir werden warten müssen, bis die Bremsen genug Druck aufgebaut haben. Betätigen Sie nun den Stromabnehmer, sodass er sich anhebt und Kontakt mit der Oberleitung aufnimmt. Mit dem Richtungswender werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Wir werden nun die Traktionssperre und das Wiederanfahren des Zuges besprechen. Eine Traktionssperre kann auf verschiedene Arten in Kraft treten. Wenn Leistung angelegt wird, während die Bremsen noch angezogen sind, wird die Traktionssperre aktiviert. Ein weiterer Fall, in dem dies geschieht, ist, wenn Leistung angelegt wird, während die Fahrgasttüren noch entriegelt sind. Um eine Traktionssperre zu simulieren, müssen wir zunächst die Zugbremse auf. Als nächstes müssen wir etwas. Die Traktionssperre ist nun ausgelöst worden. Dies wird auf dem Hard durch einen roten Umriss in der Leistungsanzeige dargestellt. Um eine zum Schluss. Gut gemacht. Die Traktionssperre ist nun gelöst und wir können die Fahrt fortsetzen. Das Ausrollen ist eine Methode, die eingesetzt wird, um effizient die Geschwindigkeit zu halten und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten.
Die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, benutzen Sie die Zugbremse, um ein wenig Bremskraft anzuwenden. Sie nähern sich nun Ihrem ersten Halt. Nutzen Sie den Kombihebel, um ein wenig Bremskraft anzuwenden, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen.
Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.